Seit wann fängt Kurkuma mit C an? Auch wenn ich davon irgendwie immer Blähungen bekomme. Ich glaube, das wird richtig eklig schmecken. Ich habe noch ganz viel, Heller. Es fängt nicht mit C an. Gut, dass du nicht so viel Hunger hast. Hey, Leute, und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute werden wir alles in C essen. Tom war einkaufen und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon so dolle Hunger. Warum machst du das? C, das sind zwei Cs. Aus zwei Cs werden ein Herz. Wow! Ja, ich würde sagen, it's corn. Nein. Ach so, corn, ja, corn. Mit C an. Ja gut, dann lass uns erstmal anfangen mit dem Frühstück, oder? Ja. Ich habe auch Hunger, Leute. Ganz kurz. 12.37 Uhr und wir haben noch nicht gefrühstückt. Weil du erst noch einkaufen musst. Ja, ich musste halt noch einkaufen. Also, Hella hat dir das letzte Mal eingekauft, heute war ich wieder dran und jetzt wirst du sehen, was ich gekauft habe. Was fällt dir denn mit C ein? Das hier habe ich schon getrunken. Das ist ein Chai Latte. Seit wann trinkst du Kaffee? Das ist kein richtiger Kaffee. Probier das mal, das schmeckt voll gut. Also ich werde einen Kurkuma-Shot trinken. Das ist eklig. Seit wann fängt Kurkuma mit C an? Fängt das nicht mit K an? Ja. Hast du Glück gehabt. Naja, also zum Frühstück. It's corn. Nice. Oh, geil. Ja, es gibt Cornflakes. Das Problem ist nur... Wir haben keine Milch. Oh Mann, wie fail ist das denn? Und das Ding ist, das sind nicht mal die gezuckerten, weil die heißen irgendwie anders, aber nicht Cornflakes. Cornflakes sind nur die ungezuckerten. C ist wirklich schwer, Leute. Hallo? Das ist unser Frühstück, Leute. Schmeckt aber echt nice. Ohne Teller. Wie kann das schon wieder sein? Nein, meine halben Cornflakes fallen hier runter. Ich hol uns mal Teller. Aber Tom, hast du nicht noch was anderes oder so? Nein, Hella, wir essen heute gar nichts mehr. Wir essen den ganzen Tag nur Cornflakes. Deswegen habe ich auch extra eine Family-Packung gekauft. Nein, Spaß, als wenn. Also, weiter geht's. Als Alternative zu Cornflakes hätten wir noch Crunchy Oat Granola. Oh mein Gott, aber oder wieder ohne... Crunchy Oat Granola Schokolade. Wieder ohne auch Milch. Nice. Ja. Es ist echt traurig. Das würde so lecker schmecken, glaube ich, dieses Crunchy. Ja. Oh, wenn ich das schon geil sehe. Auch wenn ich davon irgendwie immer Blähungen bekomme. Aber das war so eine Information, die wollte niemand wissen. Naja, vielleicht ist das ja bei anderen genauso. Nein. Naja, trocken schmeckt es ehrlich gesagt nicht so nice hier. Nee, ne? Alter, diese Fruchtis. Was sind das? Das sieht echt wild aus. Mixed Berries. Probier du mal ein Mixed Berry. Schoko-Zitrone. Schoko-Zitrone. Aber davon werden wir, glaube ich, heute auch nicht mehr satt. Hast du nicht noch was anderes? Wie oft willst du das noch fragen? Sehr oft wahrscheinlich heute. Erstmal müssen wir unseren Teller aufessen. Er nimmt das Sprichwort Teller aufessen ziemlich genau. Hätte nur noch gefehlt, dass du von dem Teller ein Stück abgebissen hast. Hast du noch was anderes zum Frühstück oder nicht? Nein. Das ist unser Frühstück? Naja, was willst du denn trinken? Weiß fällt ich dir nicht. Irgendwas mit C ein? Schoko eigentlich. Ja, es gibt auch welche, die werden nein mit C geschrieben. Ja, aber ich habe geguckt, also nach Schoko-Drinks jetzt nicht. Ich habe bei der Nutella-Abteilung geguckt, ob es irgendeinen Fake-Nutella gibt, was mit C anfängt und Schoko heißt. Aber nein. Also ich habe auf jeden Fall bei Müller Milch geguckt, da gab es Schoko-Drink, aber mit S. Ja. Und dann habe ich halt nicht mehr weitergeguckt. Aber ich habe trotzdem einen Juice für uns. Ja. Really like the juice. Jetzt bin ich sehr gespannt. Cranberry Juice. Ach, wie nice. Habe ich noch nie getrunken. Ich bin sehr gespannt, wie das schmecken wird. Ich bin auch voll gespannt. Nice. Also entweder das schmeckt jetzt so richtig süß oder genau perfekt. Ich glaube, das schmeckt richtig gut. Du darfst als erstes probieren. Prost. Prösterchen. Sag doch mal was, Hella. Hella. Also es schmeckt echt gut eigentlich. Also man muss sich kurz dran gewöhnen, aber es schmeckt eigentlich echt gut. Ich will auch probieren. Sag doch was. Also es schmeckt echt gut eigentlich. Man muss sich kurz dran gewöhnen, aber es schmeckt echt gut eigentlich. Hast du gerade genau das gesagt, was ich gesagt habe? Nein. Wie findest du das jetzt wirklich? Ja, also dafür, dass es unser einziger Drink ist, ist es in Ordnung. Echt? Unser einziger Drink? Fällt dir noch was mit C ein? So nicht, aber im Einkaufsladen. Naja, weiter geht's. Mit dem Mittagessen in einer Stunde. Müssen jetzt halt ein bisschen hungern. Nein, natürlich gab es auch was beim Bäcker. Echt? Ja. Fällt dir nichts mit C ein? Schoko-Croissant. Croissant ist schon mal richtig. Und? Wie komisch sieht dieses Croissant aus? Das ist ja halt auch irgendwie ein O. Das war das Einzige, was es noch gab irgendwie. Ich glaube, da ist Käse drauf oder so. Echt jetzt? Ja, das war nice. Und? Schoko-Zitrone. Das ist wirklich gut. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, genau. Ihr müsst es jetzt einfach aushalten, dass wir immer mit vollem Mund sprechen. Sorry. Ist halt ein erstes Video. Okay, ich habe aber auch noch was wir da drauf machen können. Was denn? Crunchy. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Echt? Ich habe das noch nie probiert. Deswegen werde ich das jetzt mal als erstes probieren. Das ist richtig gut, glaube ich. Glaubst du? Ja, eine Freundin hatte das mal vor 4 Jahren oder so mal mitgebracht. Ach, das sind diese Kekse. Ja, wir haben das einfach gelöffelt. Kennt ihr diese Kekse, diese Lotuskekse? Ich dachte, das wäre so wie Peanut Butter. Und?
Das schmeckt genauso wie dieser Keks. Ja, das ist richtig nice. I mit Käseton. Ja. Die Reaktion, ich kann nicht mehr. Ist aber doch so ein bisschen crunchy. Also heißt auch crunchy, aber geil. Hallo, isst doch nicht das Ganze auf. Ja, ich schmier dir was. Diese Creme ist so nice, oder? Ich hab die so lange nicht mehr gegessen, aber irgendwie vor 4 Jahren hat es mir richtig gut geschmeckt. Ist halt sehr süß. Schmeckt, ne? Mhm. Für das Löffeln. Ich finde das geiler, wenn man das löffelt. Ich habe hier noch mehr in der Tüte drin. Und zwar, weißt du, Hella, was das hier ist? Leute, wisst ihr, was das ist? Wusste es bis eben auch nicht. Es ist ein Campingbrötchen. Ganz komisch, habe ich noch nie gegessen. Das ist, glaube ich, wie so ein Semmel. Weiß oh mal. Ja, so eher süß, glaube ich. Ja, ja, genau. Ich glaube, ich habe das sogar schon mal als Kind gegessen, aber ewig lange nicht mehr. Ja. Schmeckt nicht? Ich finde es irgendwie richtig komisch. Also es ist jetzt nicht richtig eklig, aber es ist einfach komisch. Ein bisschen trocken, aber sonst. Ich war zwar früher oft campen, aber das habe ich echt noch nie gegessen. Was? Als wenn das irgendwas mit Campen zu tun hätte. Anscheinend schon, wenn das Campingurlaub heißt. Ah ne, Campingbrötchen. Ich google jetzt Campingbrötchen. Hier die Erklärung des Namens. Die Campingbecken, die nennen die irgendwie Campingbecken, heißen so, weil sie wie ein Wanderpaket verschnürt werden. Hä? Wo ist hier eine Schnürung? Okay, wahrscheinlich. Verstehe ich ja gar nicht. Werden die woanders so gebacken, wo der Teig so verschnürt wird? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, er schmeckt also von der Konsistenz her wie so ein Rosinenbrötchen, ein bisschen trockener und dann halt mit Zucker. Finde ich irgendwie komisch. Ja. Kann ich nicht empfehlen, nur zum Campen. Ich habe ja noch was. Echt? Ja. Einmal. Ja. Cremige Genießerscheiben, Käse. Okay. Das ist sogar vegan. Cool. Nur worauf isst man das? Auf dem Campingbrötchen. Wow. Und was wir noch darauf essen können, ist Camembert. Ach, nice. Ja. Aber jetzt haben wir kein richtiges Brötchen. Das ist jetzt. Wir schneiden das jetzt auf und dann mache ich der Camembert. Also ich nehme auf jeden Fall die Unterseite. Sonst streiten wir uns immer über die Oberseite, aber jetzt hat die Oberseite so viel Zucker drauf und das ist mir dann zu süß. Ich nehme einfach hiervon die Unterseite. Hä, du hast mehrere? Ja, ich dachte, die schmecken besser. Willst du Käse oder Camembert? Ich nehme Camembert. Camembert. Du nimmst Käse. Camembert. Und nimmst Come on, du... Bert. Come on, Bert. Come on, Bert. Nimmst du das hier jetzt als Butterersatz oder? Nein, 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 nein. Aber du hast da doch schon angefangen. Das war nur der Rest, der noch auf meinem Messer war. Ah, das schmeckt echt gut. Das hat übrigens Lucy aus England mitgebracht. Damals gab es das wahrscheinlich noch nicht in Deutschland. Ja, ohne Witz. Das war so lecker. So, willst du den Käse probieren? Ich probiere mal diesen Camembert. Ich habe gesagt Camembert, aber ich nehme jetzt auch den Käse. Komisch. Trocken. Vor allen Dingen ist das halt sehr süß, ne? Ich glaube, mit diesem Käse wird es noch schlimmer trockener sein. Naja, kannst du mir die Packung... Aber der ist doch cremig. Der Camembert ist ja noch mal cremiger. Der Camembert, nicht Camembert. Ja, lass es doch. Der sieht so fake aus. Immer diese Käse, die vegan sind, sehen irgendwie so fake aus. Aber es ist ja an sich mega, mega cool, so veganer Käse. Ich möchte eigentlich jetzt auch vegan mich ernähren, Tom. Ja, heute wird das wohl nichts. Ich will mich jetzt vegan ernähren. Nein, das liegt am Brötchen, das ist voll eklig irgendwie. Ess den Käse, glaube ich, so. Ja, was Mann, ist? Weiß nicht, bin nicht so glücklich. Ich dachte, Essen. Du willst dich vegan ernähren. Ja, ich finde das auch gut und ohne Milchprodukte und alles, aber... Ich glaube, heute müssen wir früh Mittag essen, weil sonst verhungern wir. Ich kann mir diesen Käse sehr gut vorstellen, wenn man einfach ein besseres Brötchen hat. Und dann noch irgendwie ein bisschen Maggi drauf macht oder so. Versuche erstmal vegetarisch, Hella. Aber nicht heute, weil heute habe ich ganz viel, was nicht vegetarisch ist. Aber nicht heute! Probier das hier jetzt nochmal. Hä, der Camembert ist gar nicht so flüssig wie sonst. Cremig. Der ist ja voll hart irgendwie. Okay, oh, Leute. Ich glaube, wir müssen einfach heute früh Mittag essen, weil sonst verhungern wir hier noch. Ich sehe schon, wenn wir Mittagessen wollen, hat Hella schon dieses ganze Paket hier ausgelöffelt. Jetzt gibt es was zum Mittagessen. Ich bin gespannt. Hält dir irgendwas mit C ein? Mir ist nämlich vorher nichts eingefallen. Champignons. Ja, aber die magst du nicht. Ja. Hätte ich kaufen können, aber ich glaube, die hätten wir nicht gegessen, weil Hella keine Champignons mag. Als erstes hätten wir... Oh mein Gott. Chicken Teriyaki. Geil. Das sieht sogar ganz nice aus mit Huhn. Und hier, das ist ja, glaube ich, Ingwer. Also scheinbar auch gesund. Ja. Das kann man einfach in der Mikrowelle machen. Sehr easy peasy, lemon squeezy. Kennst du das hier? Collezione. Nudeln. Ja, die heißt nämlich Collezione. Oh mein Gott. Noch nie von gehört. Und welche Soße nimmt man dann natürlich dazu? Champignonsoße. Nein.
Doch. Ich dachte gerade Chili-Soße. Ja, das geht auch. Zeig. Carbonara! Nice! Ja. Das ist gut. Carbonara ist nice. Mit Colizurano. Colizione. Geilo Milo. Das können wir auf jeden Fall machen. Wollen wir damit anfangen? Oder wollen wir beides gleichzeitig einfach eben machen? Ich würde sagen, wir lassen schon mal die Nudeln kochen, weil die brauchen, glaube ich, ein bisschen. Derzeit essen wir dann das. Das ist eine gute Idee. Let's go. Das Wasser ist aufgekocht und wird jetzt hier in den Kochtopf gegeben. Wow! Warum machst du die so auf? Ich weiß es nicht. Es ging nicht anders. Ich mache einfach alle rein. Nein, nein, nicht alle, nicht alle, alle. Ist mal ein so. Gleich keine Zähne mehr im Mund. Das sind halt harte Nudeln. Es wäre noch gut, hier das anzumachen, Hella. Nur so als Tipp. Und den Kochtopf drauf. Den Kochtopf. Jetzt machen wir diese Carbonara. Hast du... Carbonara? Kochschinken? Nein. Hast du Milch? Fängt das mit... Was? Muss man das dazu tun, oder was? Ja, natürlich. Ich dachte, da tut man einfach nur Wasser rein. Spaghetti in kochendes Wasser. Wir haben keine Spaghetti, Schinkenwürfel und ein heißes Öl, kalte Milch. Wie du nicht lesen konntest. Ella, ich dachte, das wäre das schon drin. Das wäre so eine Mischung, wo man nur Wasser rein tut. Nee, ich würde sagen, wir machen es jetzt einfach trotzdem so. Wir mit Wasser, geben das hier was? Jetzt einfach rein mit Wasser, oder? Besser als gar nichts. Okay. Ihr wisst ja, die Regel ist, Wasser darf immer benutzt werden, aber ich weiß nicht, ob das schmeckt. Ich glaube, das wird richtig eklig schmecken. Egal, machen wir trotzdem, oder? Ich mache derzeit Teriyaki. Was ist das denn? Beide Schälchen oben mehrfach einstechen und dann in der Mikrowelle für 4 Minuten erhitzen. Also erstmal Löcher. Das macht Spaß. Was ist das denn? Boah, das stinkt. Das kannst du essen. Schau mal, das sieht auch eklig aus. Du hast da voll viel Wasser reingetan. Ja, hä? Wie viel musst du denn rein? Ja, so viel, wie der Milch sonst reingemusst hätte. Oh. Wie viel hast du einfach irgendwas, oder was? Ja. Oh, das wird so flüssig sein. Egal. Okay, hier steht sogar 375 Milliliter Milch. Das hier kommt jetzt aber erstmal in die Mikrowelle. Ups. Wie soll das denn bitte so aussehen? Schau mal, Tom, das sieht mega gut aus. Auch so dickflüssiger. Oh mein Gott, das sieht aber echt gut aus. Aber es sind halt immer noch voll viele Brocken drin. Also die muss ich noch verrühren. Das fehlt dir Schinken einfach. Geil. Veggie-Bollo. Bollo, sag ich schon. Bollo. Cabo. Veggie-Cabo. Da sind noch voll die Stückchen drin. Ja, dann nimm hier sowas. Wir haben extra einen Schneebesen. Hier, damit wird das umgerührt. Ehrlich zu sein, habe ich das Gefühl, das bringt gar nichts. Hella, ich habe doch noch einen Schinkenersatz. Was denn? Und zwar diese Würstchen. Die heißen Cabanos. Die sehen irgendwie voll eklig aus. Tom, lass mal im nächsten Video Veggie ernähren. Ich mag das gar nicht mehr. Wie Veggie? Eine Woche Veggie oder was? Oder ein Tag? Ja, ja. Einfach ein Leben Veggie. Ein Leben. Das Video endet, wenn wir alt sind. Was ist jetzt mit den Würstchen hier? Die müssen wir probieren. Ja, jetzt wo du die gekauft hast, müssen wir die so oder so essen. Aber ich habe einfach keine Lust mehr, so Fleisch zu kaufen. Oh, meine Sachen sind ja in der Mikrowelle. Mein Teriyaki. Oh, das stinkt hier in dem ganzen Raum hier schon drin. Ah! Oh nein! Was? Nein! Tom, das meinst du nicht ernst? Ich habe gar nichts gemacht, nur eine Teriyaki gekocht. Och Gott. Nein, Tom. Leck das von der Waschmaschine ab. Du musst das halt sauber machen. Oh Mann, nein. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Ich würde sagen, wir essen das trotzdem als allererstes. Hä, wir? Das meintest du, ich darf das essen? Keine Ahnung, ich will das irgendwie auch probieren. Hella, die Nudeln. Die Nudeln. Hol doch mal den Tintu. Bei uns, ey. Nicht mal in der Mikrowelle können wir Sachen machen. Los! Los? So heißt das Zauberwort aber nicht. Hella, deine Soße kriegt hier schon eine Haut oben drauf. Hella, ich glaube, die Nudeln, kannst du die mal probieren bitte? Ich glaube, die sind fertig. Wie eklig sieht das denn aus? Ja, das hab ich doch gesagt. Hier, das brennt ja gefühlt an. Ja, dann stell's aus. Aber diese Nudeln sehen richtig eklig irgendwie aus. Okay. Chicken Teriyaki. Lecker. Ich habe noch nie sowas gesehen. Wirklich, sieht komisch aus. Man sollte offen zu neuen Dingen sein. Also mache ich meinen Mund auf. Willst du zuerst probieren? Nein, nein, probier du als erstes. Einfach vorstellen, man hat es gerade im Restaurant serviert bekommen. Ich stell mir. Sieht fast so aus wie im Restaurant. Nein, einfach vorstellen. Augen zu und durch. Mmh. Ja, schmeckt es gut? Darf ich auch mal probieren? Schmeckt sehr gut, vielen Dank. Es sieht halt null so aus wie hier. Leute. Halt wirklich ganz anders. Man darf sich nur nicht vorstellen, dass es halt aus diesen Paketen da kommt. Schmeckt wie normale Nudeln mit Hähnchen-Teriyaki. Stell dir vor, du bist im Restaurant. Ich finde auch, das schmeckt eigentlich echt ganz gut. Kann man nicht meckern, aber sieht echt ein bisschen komisch aus, ne? Das schmeckt echt gut. Wollen wir jetzt mal nach unserer Spaghetti Carbonara schauen? Ja, nach deiner Spaghetti Carbonara. Du hast die gemacht. Ich esse noch ein bisschen weiter. Ich kann wirklich nur sagen, dieser Topf ist das Allerpraktischste, was uns in... Oh mein Gott! Was uns in unserem Leben passiert ist. Das sieht aus wie so Muscheln. Und jetzt die Soße. Carbonara ohne Carbonara. Ohne gefühlt alles, was da rein sollte. Von Öl über Milch über Schinken. Es ist eine Eigenkreation von Carbonara. Heiß! Ja, was ist los mit dir? Oh, so heiß.
Was ist schon wieder falsch gelaufen? Ich wollte es nur probieren, jetzt habe ich nichts geschmeckt. Oh Gott. Und? Kann man echt essen. Probier du jetzt mal. Und verbrenn dir diesmal nicht den Finger. Was zum Teufel tust du da? Fingerhut. Ih, das sieht so komisch aus. Oh Gott. Ich muss sagen, die Konsistenz von dieser Soße ist einfach so viel fester. Probier das mal. Aber eigentlich lecker, oder? Ja. Einfach Rach der Restauranttester sein. Mhm. Ja, oder? Geht doch. Mhm. Dafür, dass es ganz anders ist, als es sein sollte, kann man es essen. Mhm. Was machst du da? Calabrese. Kann man auch essen. Ja? Wie gut. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ist mir auch gerade erst eingefallen. Hey, mach das da jetzt nicht überall drauf, Tom. Hella mag das nicht, dass ihr zu scharf. Ich esse jetzt gut Teriyaki weiter. Möchtest du eigentlich auch was trinken dazu? Ja, gerne, wenn du was hast. Cranberry Saft? Seid ihr bereit für das Getränk der Getränke? Schaut durch diesen Schlitz hier und erkennt es. Cola. Woo! Oh nee, ich hasse Cola. Hast du nicht noch was anderes? Nein. Es gab bestimmt so ein Zitronending oder so. Ich weiß, Zitronen werden anders geschrieben. Ja. Aber es gibt immer solche, die so geschrieben werden. Ah, Leute. Ich bin ja auch nicht so ein Cola-Trinker im Alltag so, aber manchmal ist es dann auch ganz nice. Nee, ich mag Cola einfach gar nicht. Dann musst du wohl verdursten oder Wasser trinken. So frech. Hier, du kannst dieses Classic-Wasser trinken. Ja, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man das hier zubereitet. Ob man das einfach so isst? Keine Ahnung. Oder noch kochen muss. Es hält sich aber noch einen ganzen Monat. Das können wir auch woanders essen. Hat es gemundet. Ja, geht so. Also, für die Auswahl fand ich schon ganz schön gut. Ich habe jetzt aber noch einen Nachtisch. Ich glaube, den wirst du sehr mögen. Ja. Es ist ein Eis. Ja. Welches Eis fällt dir ein? Kokosnuss-Eis. Kokosnuss wird mit K geschrieben, oh. Hella. Ich hol's jetzt. Oh nein, jetzt fällt mir das wieder ein, dass es hier noch komplett dreckig ist. Ey, das ist so eklig. Schnell wieder vergessen. Ben & Jerry's. Oh mein Gott. Caramel Brownie. Okay, bin ich mal sehr gespannt, wie das schmeckt. Caramel Brownie habe ich auch noch nie gegessen. Und ist sogar vegan. Einfach die ganze Woche, wo wir vegan leben, nur Ben & Jerry's essen. Ja, kannst du mir einen Löffel geben? Ich bin sehr gespannt. Wow, das ist so richtig. Siehst du das, wie soft das ist? Und? Caramel Brownie? Sag was, Hella. Sprich. Sprich. Sprich, Hella. Es ist irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich dachte, du rastest jetzt voll aus. Gib her, ich will auch probieren. Ich muss sagen, ich mag Cookie Dough am meisten. Ja, Cookie Dough fängt auch mit C an. Warum hast du das nicht genommen? Weil es nicht gab. Es gab kein Cookie Dough. Ich hab's halt, deswegen habe ich da überhaupt geguckt. Ich dachte so, yes, Cookie Dough. Und dann war es ausverkauft. Und? Geht, ne? Voll schade. Naja, müssen wir wohl normale Cookies essen. Ja. Aber diese Cookies sind dafür geil. Mit Chocolate Chip. Die sind echt Chip. Richtig lecker. Mmh. Die sind nice. Ich habe noch ganz viel, Hella. Echt? Noch mehr. Ja, eigentlich bin ich schon satt. Verkehr? Ja. Also alles, was hier noch in der Tüte ist, können wir theoretisch jetzt essen. Im Ernst? Ja. Das ist ja so viel, ich bin auch schon satt. Okay, ich ziehe einfach irgendwas. Captain Shrub. Keine Ahnung, was das okay, ist. Okay, habe ich noch nie gehört. Das erinnert mich irgendwie an diese Maiswaffeln. Das schmeckt was? Auch so. Kannst du mir nicht sagen, dass es lecker nee. Findest. Ich dachte, das wäre so crunchy, aber das ist so pappig, Leute. Das ist so richtig, richtig pappig und eklig. Okay, dann zieh noch was. Sandershock! Ja! Nice! Das ist geil. Welchen möchtest du? Cola? Nee, nicht den. Pink? Blau? Irgendeinen. Nee, auch nicht den. Ich nehme den blauen. Hä, was ist los mit dir? Du so, ist egal. Und dann so, ich nehme den schwarzen, das ist der schlimmste. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Nein, das ist wirklich der schlimmste. Glaube ich nicht. Die sind alle gleich. Nein. Doch. Die Challenge ist dabei, den zu essen, ohne das Gesicht zu verziehen. Okay, dann essen wir aber gleichzeitig. Wer als erstes das Gesicht verzieht, hat verloren. Bist du bereit? Auf die 3. Platte. 2, 1, kauen. Ich hatte den sauersten. Ja, komm mir nicht damit jetzt. Ich glaube, wir haben beide gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Santa Socks. Santa Shocks. Santa Socks. Sind so nice. Aber irgendwie haben die immer nur so für 2 Minuten Geschmack. Ja, nicht mehr, ne? Ja. Okay, du musst noch was ziehen. Was? Cashew Cranberry Mix. Beides mit C. Cashewnüsse und Cranberries. Darauf habe ich ja jetzt gar keine Lust. Darf ich was anderes ziehen? Ja. Die können wir ja noch lieber heute Abend essen. Cashewkerne. Tom, wie viele Nüsse hast du gekauft? Was soll das? Ich hatte halt erst so die Cashewkerne und dann habe ich das noch gesehen und dann dachte ich, packe ich einfach beides ein. Der ist richtig happy, die Cashewnuss. Und dann zieh was anderes. Big Corny Riegel. It's corn. Oh mein Gott. Noch nie so einen riesen Riegel gesehen, oder? Sonst sind die doch immer viel kleiner. Ja, davon habe ich auch 2 gekauft, aber ich glaube, wir teilen uns einen. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Aber wir müssen, Hella. Corny. Wirklich bei allem heute, it's corn. Die schmecken halt richtig gut. Davon kriege ich auch Blähungen. Tom, niemand möchte wissen, wovon du hier Blähungen kriegst. Jetzt siehst du. Nein, jetzt siehst du noch was. Wieder Cranberries oder was? Tom, das ist nicht dein Ernst. Wie viel hast du damit geholt? Ja, ich hatte erst so Cashewkerne und Cranberries einzeln und dann habe ich noch diesen Mix gefunden. Weiter.
Weiter. Was? Weg damit. Hä? Ich mag ja gar nicht. Ja, diese komischen, weil ich kenne keinen, der die mag. Aber da sind halt nur welche mit Lakritz drin. Nein, nicht nur. Da sind auch Gummibärchen drin. Hier, oder die Fledermäuse. Ja, die sind auch mit Lakritz in der Mitte, Tom. Aber am geilsten daraus sind diese Teile. Die sind alle eklig, finde ich. Ey, wenn irgendjemand die von euch mag, dann schreibt es mal in die Kommentare. Also, ich kenne wirklich niemanden, der die mag. Ich liebe alle Bärchen, die in grün sind. Okay, weiter. Gibt's da noch mehr oder nicht? Ja. Ist da noch eine weitere Sache? Cranberry Aronia. Und noch ein Corny. Okay. Das war's aber dann mit unserem Nachtisch. War ja auch gar nicht viel. Ja, aber war ja fast nichts. Aber den hier will ich noch probieren. Da war ich schon am Bezahlen und dann gab's den hier noch an der Kasse. Ich sag's dir, ich habe früher die immer in der Schule irgendwie gegessen, solche Riegel. Hab mich damit immer so gesund gefühlt. Ich mag's nicht. Aber das waren nicht solche Riegel, sondern die sahen irgendwie anders aus. Das waren solche Apfelriegel und so. Nee, der Nachgeschmack ist komisch, finde ich. Aber das liegt an diesem Cranberry. Nein, Cranberries sind richtig lecker, deswegen habe ich die auch gekauft. Die esse ich alle auf. Naja, dann isst das mal auf und dann gibt's gleich Armbrot. Wir haben Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben. Hunger, Hunger, Hunger haben Durst. Mit der Wurst. Leute, es ist 22 Uhr. Wir müssen jetzt Abendbrot essen. Ich war bis gerade noch im Stall. Ja, was gibt's denn, Tom? Wir haben alles heute Mittag aufgegessen, Hella. Es gibt nichts mehr. Da ist noch eine Tüte, die voll ist. Voll ist sie nicht, aber ja, da ist noch was drin. Also, als erstes gibt's zum Abendbrot Wärmepflaster. Die hast du mir so mitgebracht. Weiter geht's. Naja, auf jeden Fall weiter geht's. Du hörst es schon knistern, aber das ist noch der Nachtisch. Okay. Ich habe übrigens eben erstmal diese ganze eklige Soße da weggemacht, die ich vergessen habe wegzumachen, die komplett festgetrocknet war. So eklig. Noch schlimmer geht's nicht. Wir haben tatsächlich fast gar nichts mehr, also wirklich nicht mehr viel. Echt? Ja. Aber ich habe auch nicht so dolle Hunger. Ich habe halt den ganzen Tag diesen Keksteig da gegessen. Ich habe eben die ganze Zeit Cookies gegessen. Weil ich die ganze Zeit auf Heller warten musste und dann hatte ich mega Hunger und dann habe ich die ganze Zeit Cookies gegessen. Ich habe so viele Löffel von diesem Lotus-Zeug da gegessen. Ja, leider. Auf jeden Fall haben wir nur noch, also wird dir gar nicht gefallen, fleischige Artikel. Was denn? Einmal ein Artikel, den wir letztes Mal schon in einem Video hatten, ich weiß gar nicht mehr welches. Ich glaube, alles in Rot. Fängt mit C an und heißt Currywurst. Och nee. Dieses Mal aber eine andere, weil letztes Mal hatten wir die von Curry King und jetzt mal von Gut und Günstig. Ich weiß gar nicht, ob wir die Pommes überhaupt essen dürfen. Letztes Mal war die wenigstens Veggie, die Wurst. Echt? Ja. Die hier ist würzig. Vor allem mit Pommes, sind die dann schon gegart? Nur 11 Minuten in der Mikrowelle. Oh mein Gott, das ist ewig lange. Ja. Okay, und als zweites... Oh. Das hörte sich wirklich an wie so ein Klotz. Stein. Als zweites haben wir Chicken Nuggets. Hä? Ich dachte, du liebst Chicken Nuggets. Die haben noch nicht mal eine Fritteuse gefühlt. Hä, nein, die kann man im Backofen einfach machen. Zubereitung in der Pfanne oder Zubereitung im Backofen? Also, was wollen wir machen? Beides, würde ich sagen, oder? Nee, ich meine, in einem Backofen oder in der Pfanne? Ich würde es in der Pfanne machen. Dann machst du das in der Pfanne und ich mache das in der Mikrowelle. Weil du so gute Erfahrungen mit der Mikrowelle gemacht hast. Du musst ja dich da noch ein bisschen... beweisen. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob da jetzt einfach so Pommes dran liegen. Frag ich mich auch, ja. Ich finde das so eklig, Tom. Ich frage mich, ob sich das Leute auf Ernst kaufen. Vor allen Dingen muss das da doch raus aus der Packung, oder nicht? Wie raus? Nee, das geht so in die Mikrowelle. Wenn man die Mikrowelle stellt, probieren wir so eine Pommes. Ist sie aber auch halt schon gewürzt. Ja. Ich glaube, das wird so abartig schmecken. Ich stelle es jetzt mal in die Mikrowelle. Okay, und ich mache das hier. Ich frage mich, ob man den Deckel hätte drauf lassen sollen. Naja, ich tue es jetzt so in die Mikrowelle. Eine Ewigkeit später. Die Nuggets sehen jetzt auch schon so gut wie fertig aus. Ich bin sehr gespannt auf die Mikrowellen-Currywurst. Und? Currywurst und Pommes sind fertig. Oh mein Gott, es bricht durch. Oh, stell dir vor, das wäre mir auch noch runtergefallen. Wie sieht es aus bei den Nuggets? Ich glaube, die sind gut. Ja, gesünder geht's nicht, Leute. Übrigens, wir haben jetzt Öl verwendet, fällt mir gerade auf. Sollte man das nicht, oder was? Es fängt nicht mit C an. Oh. Ja. Was für ein Fail. Egal. Aber das gehört ja zu den Chicken Nuggets dazu. Dürfen wir die Pommes überhaupt essen? Weil die fängt mit P an. Bevor wir sie wegschmeißen. Das war halt... Wir machen unsere ganz eigenen Regeln. Haben wir nicht noch Curry? Ja, das könntest du benutzen. Hier ist mal ein bisschen Curry drauf. Sehr gut. Tom, die kann man auch gar nicht essen. Das sind, glaube ich, die pappigsten Pommes, die wir je in unserem ganzen Leben essen werden. Die sind richtig trocken irgendwie. Wirklich die absolut pappigsten, ekligsten Pommes, die ich je gegessen habe. Mal gucken, wie die Currywurst schmeckt. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal so ein Nugget. Was ist? Hella, die müssen gut schmecken. Wow. Was? Was? Ich probiere das jetzt. Nicht. Schmecken wie bei Mc's. Und? Schmecken wie die von Curry King. Echt? Also,
Schmeckt wie eine normale Currywurst halt. Also nicht wie eine frische, aber wie eine Dosen-Currywurst halt. Ich frage mich, wer sich auf Ernst sowas halt holt. So, gucken wir aber dann noch eins besser essen. Als die Pommes und die Nuggets. Oh no. Wie oft willst du heute kleckern, Heller? So, ja. Sagt der Richtige, der unsere ganze Waschmaschine voll gesprengt hat. Ups. Ich esse das jetzt einfach mit Currysoße, das Chicken Nugget. Heller kämpft mit den Pommes. Nee, einfach nur eklig. Was gibt's zum Nachtisch? Ich brauche erstmal was zu trinken. Gut, dass du nicht so viel Hunger hast, Heller. Aber du kannst ja immer noch deine Creme da hinten weiter essen, diese Crunchy-Creme. Willst du jetzt schon mit dem Nachtisch weitermachen? Ja. Ich esse auf jeden Fall das noch weiter. Aber für dich habe ich mitgebracht deine allerliebsten Funny Frisch Chips. Ach, nice. Das sind meine Lieblingschips. Chips frisch. Danke. Und für mich habe ich auch Chips. Allerdings. Nee, die heißen nur Tortilla-Chips. Nein, Chips. Nein. Chips. Die heißen Chips frisch. Nein. Die heißen Tortilla-Chips. Die heißen Ungarisch. Nein. Doch. Das ist die Sorte. Ja. Das ist nicht die Sorte. Natürlich. Das. Oh. Und dazu habe ich für mich einen Cheese. Wie nice. Dip. Geilo. Creamy Cheese Dip. Wollen wir das einfach mal in eine Mikrowelle stellen? Dann ist das so ein bisschen warm. Nee, du darfst es ja auch gar nicht essen, weil das sind ja gar keine Chips, das sind ja Tortillas. Ich will das damit essen. Also ich esse jetzt meine Currywurst weiter. Ich ernähre mich jetzt von Chips. Ich finde, dieses Video ist super gesund und ich frage mich halt immer, warum wir sowas halt immer essen, Tom. Es gab auf jeden Fall schon mal gesündere Videos. Also das hier war heute ein sehr ungesundes Video. Ich hoffe, ihr da draußen ernährt euch gesünder als wir. Nehmt euch kein Beispiel, vor allen Dingen nicht an diesem Video. Fallen euch irgendwelche gesunden Sachen noch ein, die mit C anfangen? Also ich werde das nächste Video, das ist ja alles mit D, versuchen, irgendwie gesunde Sachen zu holen. Wie Doritos? Oh. Und Doritos. Was fällt dir denn sonst noch mit dir ein? Donuts. Und was sonst? Domino-Eis. Domino-Eis. Oh Mann, es gibt nur ungesunde Sachen. Das ja. Kann doch nicht sein. Schreibt schon mal ein paar Tipps in die Kommentare, was wir mit dir essen können. Oh, ich krieg's nicht auf. Bitte mach's auf. Du schaffst das. Selbst ist die Frau. Selbst ist die Frau. Komm, das packst du. Nein, ich hab einen Freund. Ja, genau. Erstmal aufwärmen oder was davor. Top. Träumchen drehen ist das Wichtigste. Oh mein Gott, ich hab's einfach schon vor aufgemacht. Ja, genau. Nein, Heller, nein. Du hast gesagt, du isst die hier mit. Nö. Stopp. Heller, du, das ist so frech, ne? Ich hab mir jetzt nur einen genommen. Und? Ja. Sagt der Chips-Experte. Gibt auf jeden Fall bessere Käsesoßen. Aber mit den Chips bin ich ganz zufrieden. Also irgendwie war das Video ein Fail, muss ich sagen. Ja. C ist auf jeden Fall nicht der einfachste Buchstabe. Und wie soll es dann werden mit X, Y, Z, Heller? Wir werden verhungern an den Tagen, wenn wir überhaupt dahin kommen werden. Das Alphabet ist noch so lang. Vielleicht verhungern wir auch schon auf dem Weg. Und dann kommen wahrscheinlich. Wir naja, Leute, ihr werdet es auf jeden Fall im nächsten Video sehen. Das war ja jetzt einfach nur das ekligste Abendbrot, was ich je in meinem ganzen Leben gegessen habe. Wir hoffen, euch hat das Video trotzdem gefallen. Und schreibt uns ganz viele Sachen mit D bitte in die Kommentare, weil sonst werden wir nächstes Mal wieder so verhungern. Ja, und ich hoffe, ihr ernährt euch wirklich gesünder als wir. Das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Ich finde das auch ehrlich gesagt richtig ekelig. Was ist das? Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.